Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cowabunga Massacre. Heute mit Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters mit dem Mega Drive. Ich bin mal gespannt. Und ja, hier gibt es auch wieder Verbesserungen, spielbare Bosse und Zurücksetzen. Strategieleitfaden, der dieses Mal irgendwie unten beginnt und nicht rechts und links geht. Das ist interessant. Kampf des Hotheads. So schnell der Panzer kann. Nicht den Feuerball verlieren. Okay. Meine Brüder feiern, habe ich meine Fähigkeiten mit den Klingen perfektioniert. Der Schlitterkick habe ich ebenfalls perfektioniert, weshalb ich ein einziger Turtle mit diesem bin. Im uralten Move durch Drücken von runter und A ausführen. Aber das ist halt hier, in egal welche Richtung drücken kannst und es rückt nicht irgendwo hin, das ist strange. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Und dann die vier Turtles ist klar. Icy Jones, Ray. Ich ganz dumm. April! Sisyphus, was? Der sieht irgendwie aus, als wäre der bei Kamen Rider abgehauen. Wir nehmen mal Casey. Bei den Leveln? Weird. Keine Ahnung. Clone April. Alter, das ist der niedrigste Schwierigkeitsgrad. What the fuck? Oder ist hier eins das härteste? Ja, eines auf jeden Fall ein Taunt-Button, wo ich mal auch denke, so, da fuck, warum? Gott, grauenvoll. Dadurch, dass es auch irgendwie so eine richtig seltsame Framerate hat. Na, oh, come on. Es ist halt so dumm, einen Taunt-Button zu haben, wenn du eh nicht viele Button zur Verfügung hast. Come on. Really? Der kommt angeflogen und klatscht dich aus dem Orbit. Ja, dafür kriegt sie jetzt natürlich noch Instant Replay. Fuck. Vor allem, sie hat noch keine drei Runden gewonnen, aber du fliegst aus dem Tournament? Was soll denn das? Was für ein Bullshit. Mal sehen, wie die abgehen auf Level 8, ey. Die Casey ist auf jeden Fall schon mal echt grauenvoll. Come on,
What the fuck? Es ist absolut scheißegal, wo ich irgendeinen Move mache und welche Taste drücke. Es kommt immer der gleiche Move dabei rum. Das ist halt so witzlos, dass er dich halt einfach mal im Block einfach schnappt. Das ist... Yo. Wie willst du denn da die Schnitte gewinnen? Wenn die Schnitte dich so verprügelt. Er hat noch gedacht, dass dieses Power-Level, was du da am Anfang dir aussuchst, dass das irgendwie, irgendwie dir einen Schwierigkeitsgrad hochgesetzt hat oder sowas. Keine Ahnung. Du Mistvieh. Weil die erwischen dich, die hauen dir so einen Schaden rein. Du prügelst auf den rum und kaust auf den rum wie auf dem fucking Kaugdochen. Weil du siehst halt, du hittest den, aber einfach weil er schneller ist, gibt er dir halt einfach mal noch eine vorher mit. Menschenskinder. Warum sieht der Kopf bei Donnie so aus, dass er irgendwie total off-color ist? Soundkulisse ist halt auch richtig grauenvoll. Oh, jetzt bleib doch mal da, du Pissvieh. Menschenskinder. Ich glaube, ich bleibe auf dem A-Button. Glorious. Ich weiß. Geht ja weiter, lol. So, halt auch schön, er macht einen Schuss auf den Boden, wo du drüber springen musst. Und dann kriegst du direkt den Uppercut hinterher. Dass sie halt auch hier überhaupt keine Downtime haben oder sowas, um irgendeinen Schuss abzufeuern. Das funktionieren die. Die Moves funktionieren halt auch grauenvoll. Weil die sind halt einfach wesentlich schneller wie du und dadurch
kassierst du ständig eine. Das hier ist auf jeden Fall Halbkreis nach hinten. Und wir schießen Halbkreis nach vorne. Das ist ein Perfekt. Move wieder nicht geklappt, Mann. Also willst du ihn baiten, damit er schießt, dass du angeflogen kommen kannst und dann schluckt er den Move wieder nicht. Keine Ahnung, ob da zu viel los ist. Geht nicht immer. In your face. Oh boy. Le Cortino sei hier jetzt schon verballert. Whatever. Der scheiß Taunt-Button, ey. Mistvieh. Warum hat der Beine vom Turtle? Ja, da waren sie definitiv zu faul zum Animieren. Deswegen hat er Turtles Beine. Oh, come on. Das durchzuspielen würde echt die Hölle für das Achievement. Das ist halt echt kein gutes Spiel. Es macht keinen Millimeter Spaß. Ah, oh, fucking Down Button, ey. Alter, what the fuck? Was hast du Mistvieh denn jetzt gefressen? Was hat diese dumme Power- und Speed-Kram zu bedeuten? Round two,
Die Animationen sind halt so fucking minimalistisch, dass du teilweise noch nicht mal siehst, was der macht. Wenn er sein komisches Kopfrumgehettbänge da macht, hast du überhaupt keine Ahnung, was er von dir will. Du siehst es halt einfach nicht. Der eine Schuss ist langsamer, der andere ist schneller. Schön, wenn du die Animation zum Schießen machst und dann nicht schießt. Oder nicht springst. Habe ich das denn wieder nach vorne rutschen gemacht? Come on. Ich bin halt einfach mal schneller als du. Off. Ich fürchte, das wird jetzt hier mit eins der Spiele sein, was ich am meisten spiele. Einfach weil das das scheiß Achievement ist, was mir fehlt. Und ich eigentlich diese Edition hier 100% machen will und hier gibt's halt einfach keinen Cheat-Modus. Ja, du triffst dir ihren Block und sie tut instant im selben Frame dir noch eine dahinterher geben. So dumm. Das ist so fucking dumm. Vor allem, dass sie hier halt auch nicht auch nur irgendwo ansatzweise mal einen Movement Guide drin haben oder sowas. Ganz davon abgesehen, dass es hier irgendwie aussieht, als wäre das der falsche Guide. Wenn ich so die Bilder sehe. Sieht halt definitiv bis jetzt noch nichts danach aus, dass es irgendwie hier Turtles Tournament Fighters ist. Außer unten rechts der Tipp. Okay, April hat auf jeden Fall schon mal Breast Jiggle Physics. Alter, sollte das auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad nicht irgendwie machbar sein? Ja geil, du machst eine Chain Attack, es schiebt ihn zurück nach einem Hit und gibt dir halt einfach mal, gibt ihm einfach mal die Möglichkeit, dir dadurch richtig übel einen reinzuwichsen. Auch wenn wir so knuddeln, du Mistvieh. Was ist los? Funktioniert halt einfach nichts. Funktioniert einfach nichts. Beim anderen Tournament Fighter habe ich ja wenigstens irgendwo noch halbwegs was hinbekommen. Hier gibt's ja wirklich nur Backenfutter. Darf ich jetzt auf jedem scheiß Planeten hier von jeder Sorte Gegnern einfach mal sämtliche Klone killen? Eng, du machst irgendein Special, wo du rast auf sie zu, sie brauchen dir halt einfach nur die Fresse hauen, um es zu kontern.
Weil der Witz an der Sache ist, bei Street Fighter kannst du dich halt ducken und den Move dann halt aus dem Stehen machen, ohne dass du bis ganz nach hinten musst. Und das funktioniert halt hier einfach nur komplett semi. Oh, come on. Und dann triffst du aus Versehen mal wieder den dummen Taunt-Button, der komplett nicht useless ist. Und, ja. Das war eine dumme Scheiße, ey. Oh, come on. Ja, nice. Lass mich noch Sternchen sehen. Vor allem, dass die es halt einfach schaffen, dir mit 2, 3, 4 Hits dich einfach mal komplett umzulegen. Du machst ihnen 2, 3, 4 Hits und denen fehlt 2 cm vom Life und du denkst dir so, what? Ach, dieser fucking Taunt-Button. Eine dumme Scheiße. Ja, dann tun wir dich halt einfach nochmal stunnen. Mit irgendeinem total billigen Schuss. So eine dumme Scheiße. Aber echt der letzte Mist. Weil der Witz ist ja dieses Ding, wo er angerauscht kommt. Alter, das ist doch echt nicht wahr. Der drückt dich halt in die Ecke, weil er einfach mal 10-mal so schnell ist wie du. Dann wirst du halt einfach mal komplett zerlegt. Oh Gott sei Dank. Weil ich hab ja gesehen, wie schnell Mikeys Kick ist, dieses RIP. Und der kommt an und du liegst. Was für eine dumme Scheiße. Was für eine richtig dumme Scheiße dieses Spiel ist. Gefühlt ist, würde ich schon bald wetten, dass noch nicht mal das Tournament Fighters auf dem NES so kacke ist. Alter Verwalter. Was für eine Scheiße. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr so arm dran wart, dass ihr so ein Spiel auf Mega Drive zocken musstet. Und dabei wahrscheinlich Dutzende Controller zerstört habt. Oder was ihr insgesamt von Tournament Fighters, gerade auch zu der Auswahl der Kämpfer hier sagt, das ist ja auch wirklich, fuck, warum? Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr, wo der Abo-Button ist. Aber danke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin Katja, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein.